Hallo und herzlich willkommen, liebe Hi-Fi und High-End-Freunde. Mein Name ist Stefan Gellrich vom SG Akustik Hi-Fi Studio in Karlsruhe. Heute möchte ich Ihnen von Rothel eine Vor-Endstufen-Kombination vorstellen, die RC1570 mit der Endstufe RB1582 MK2. Viel Spaß! Die Firma Rothel ist eine japanische High-End-Schmiede mit Wurzeln in England, die es sich zur Aufgabe gemacht hat, fantastische Hi-Fi-Komponenten zu bauen, die durch ihre Verarbeitungsqualität, ihre Langlebigkeit und ihren herausragenden Klang brillieren. So ist das denn auch hier bei der Vor-Endstufen-Kombination, die ich Ihnen heute vorstellen möchte, bestehend aus der RC1570 Vorstufe und der RB1582 MK2 Endstufe. Fangen wir vielleicht mit der Endstufe an. Die Endstufe ist die Folge einer langen Historie von Endstufen, die Rothel eben hat. Rothel baut seit langer Zeit fantastische Verstärker, auch andere Komponenten. Richtig bekannt geworden sind sie aber durch ihre Vollverstärker und Vor-Endstufen-Kombinationen, insbesondere eben der Endstufen. Rothel ist hier wieder angekommen bei einer klassischen Endstufe, aufgebaut wie ein Verstärker aufgebaut sein muss, mit einem riesigen Netzteil, einem Ringkerntrafo in Doppelmono-Aufbau. Man sieht das hier auch in der Draufsicht von innen, wie schön sauber das Gerät konstruiert ist. In der Mitte der große Trafo in einem Schirmgitter und rechts und links davon die Endstufensektion. Man sieht auch die starke Siebung, die im Netzteil stattfindet, nämlich mit 60.000 Mikrofarad über hervorragende Slitfoil-Kondensatoren, die hier die Energie speichern können. Die Endstufe stemmt an 8 Ohm 2x200 Watt und an 4 Ohm 350. Die Impulsleistung ist noch deutlich höher. Ist also ein wahres Kraftpaket. Ganz hervorragend. Die Vorstufe sieht sehr, sehr puristisch aus, ist auch von ihrem Schaltungslayout ähnlich wie andere Rothel-Vorstufen klassisch aufgebaut. Man sieht das hier auch nochmal von innen. Auch hier der große Ringkerntrafo. Rothel baut übrigens alle Trafos bei sich im Hause nach eigenen Spezifikationen selber, was am Ende hier dem ganzen Klang zugute kommt. Auch der Restaufbau der Vorstufe ist hervorragend. Man sieht auch symmetrische Zweige im Aufbau. Herausragend hier ist, dass es nicht nur die analogen Eingänge gibt, auf die Anschlüsse komme ich ja gleich noch zu sprechen, sondern die Vorstufe hat auch einen eingebauten DA-Wandler, nämlich einen ganz hervorragenden von Wolfson, der koaxial und optisch hier Zugang gewährt. Und an der Front habe ich noch einen asynchronen USB-Eingang, der 24-Bit bis 192 kHz wandelt von irgendwelchen mobilen Endgeräten oder direkt vom PC. Eine Fernbedienung gehört natürlich auch zum Lieferumfang. Diese ist sehr übersichtlich aufgebaut, wie man das hier sieht. Das Gerät ist also extrem gut ausgestattet, sogar mit einem Phono-Eingang für MM-Tonabnehmer in sehr, sehr hoher Qualität. Es gibt einen Kopfhörerausgang, da bleiben also keine Wünsche offen. Hier sehen wir jetzt die Rothel Vor-Endstufen-Kombi von der Rückseite. Machen wir vielleicht erstmal den wichtigsten Anschluss, nämlich die Vorstufe mit der Endstufe zu verbinden. Dafür nehmen wir hier diese symmetrischen Kabel. Der Vorteil eines symmetrischen Kabels liegt auf der Hand. Es kommt aus der Studiotechnik, hat statt zwei drei Innenleiter. Das Signal wird doppelt geschleift und Störungen, die in das Kabel hineinkommen könnten, löschen sich dadurch wieder aus. Dadurch sind auch große Kabellängen möglich. Insgesamt auch durch die gemeinsame Masse klanglich die beste Kombination. Insgesamt ist die Vor-Endstufen-Kombi die bessere Lösung klanglich noch als der Vollverstärker. Alleine durch die getrennten Netzteile, die einzeln geschirmten Gehäuse, ergibt sich hier ein enormer Vorteil. Hier drüben bei der Vorstufe fangen wir mit den Analogeingängen an. Wir haben hier den Phono-Eingang, an den wir den Plattenspieler in MM-Technik anschließen können. Und dann geht es weiter mit den Analogeingängen, CD, Tuner, AUX und so weiter. Alles mit vergoldeten Buchsen ausgelegt für dauerhaft guten Kontakt. Hier drüben geht es dann weiter mit den Cinch-Ausgängen, unsymmetrisch. Die symmetrischen Ausgänge haben wir eben gesteckt. Ich kann auch eine Komponente mit symmetrischen Ausgängen hier in den Eingang anschließen. Dann eben die digitalen Eingänge hier
An der Front den USB hatten wir ja eben schon gezeigt. Wir haben hier koaxiale und optische Digitaleingänge und eben auch auf der Rückseite hier noch einen USB-Eingang für einen Computer. Ganz schön auch die Trigger-Ausgänge, mit denen sich dann die Vorendstufen-Kombi auch gemeinsam einschalten lässt, auch mit anderen angeschlossenen möglichen Komponenten. Hier sieht man das auch an der Endstufe, die Triggerschaltung, die ich hier auch ein- und ausschalten kann. Unter den Eingängen der Endstufe sieht man die Lautsprecherausgänge. Die sind hier bei Rothel auch schon so ausgelegt, dass ich normale Lautsprecherkabel einschrauben kann, optimal eben mit Bananensteckern, wie wir das hier machen, wunderbar hier einzustecken. Und zwar doppelt pro Seite, so dass ich hier auch richtige B-Amping oder B-Wiring-Kabel verwenden kann. Die Vorendstufen-Kombi RC1570 mit der RB1582 ist wirklich das, was sich der Hi-Fi-Fan wünscht. Leistung in allen Lebenslagen, perfekt verarbeitet, gebaut für die Ewigkeit und klanglich wirklich vom allerfeinsten. Rothel spielt immer sehr, sehr dynamisch, sehr, sehr offen, sehr leichtfüßig, fast schon eine Tendenz zum stringenten, strengen, aber immer taktmäßig auf der richtigen Seite. So haben wir hier eine Vorendkombi vorliegen, die zusätzlich noch ausgestattet ist vom Allerfeinsten, nämlich mit dem eingebauten DA-Wandler und damit einfach keine Wünsche offen lässt. Rothel nennt das ganze Balanced Design Konzept schon immer. Das hat was damit zu tun, dass hier beste Bauteile verwendet werden, die in der richtigen Anordnung und in der richtigen Menge ein fantastisches Ergebnis zur Folge haben. Ein Garant für ein langes Hi-Fi-Leben. Ja, liebe Hi-Fi-Freunde, das war's auch schon mit der Rothel Vorendstufen-Kombination. Sehr leistungsstark. Ich hoffe, es hat Ihnen Spaß gemacht und Sie sind auch das nächste Mal wieder dabei, wenn wir hier einen Verstärker oder eine andere High-End-Komponente vorstellen. Tschüss!